Ich würde gerne mit Ihnen starten, Herr Mitterbauer. Wann ist Ihnen die Erkenntnis gereift, dass die MIBA nicht nur Evolution, also inkrementelle Verbesserung braucht, sondern auch Revolution? Wir sehen es eigentlich nicht als Revolution, sondern wir sagen, ich habe vorher nicht erwähnt, unsere Strategie in Richtung 2020, das fällt unter das Titel Dynamic Evolution oder dynamische Evolution. Wir sehen extrem viele Chancen und Möglichkeiten, wir wollen wachsen, wir wollen natürlich auf guten Wege die Umsatzmilliarde erreichen, aber das ist etwas Evolutionäres. Und auch, ich sage mal, das ganze Thema Digitalisierung sehen wir als was Evolutionäres, Unterstützendes. Da kann und mag ein anderer Meinung sein. Wir sehen es so, auch aus Überzeugung und auch, um das strukturiert, solide und nicht hypernervös anzugehen. Wir sehen es als Chance, wir sehen es als Möglichkeiten und versuchen natürlich hier unsere Mannschaft darauf vorzubereiten. Wir haben schon einzelne Abteilungen und neue Einheiten geschaffen. Disruptive Unit in der Reibbelags-Division, die einfach mal die Möglichkeit hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die nicht Tagesalt- oder Alltagsentwicklung ist und nur wieder derzeitige Kundenthemen löst oder den nächsten Reibbelag entwickelt, sondern die wirklich ein bisschen out of the box denken können. Ähnliches großes Thema derzeit in unserer Industrie, Elektromobilität im erweitertsten Sinne, auch ein abendfüllendes Thema oder ein diskussionsfüllendes Thema, wo wir nachher noch Experten haben, die dazu diskutieren werden. Aber wir haben auch ein E-Mobility Innovation Lab gegründet, was auch, sage ich mal, in diesem MIBA-Forum sitzt. Es sind einmal 4, 5 Leute, einige aus den Divisionen rausgezogen. Wir suchen natürlich auch noch Experten von extern. Und das zusätzlich zu natürlich den Entwicklungsabteilungen in den einzelnen Divisionen, die da sind, die sich auch verstärken. Das darf alles keine Elfenbeindiskussion werden, sondern das muss, wie sagen, dann gut konzertiert zusammenkommen. Ist das schon Revolution und nennst du Herr Mitterbauer Freiberg nur nicht so oder wie muss ich das einschätzen? Gut, Revolution ist immer gefährlich, das Wort in den Mund zu nehmen. Ich glaube, es ist eine Art stille Revolution. Ja. Ich habe nämlich hier, ich habe so eine Art Liste, warum scheitern und digitale Transformationen. Und es ist selten an der Technologie. Und ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag zum Beispiel die Liste durchgehackelt und Sie haben überall Hackerl und Checkliste erreicht. Das heißt, auch wenn Sie nicht als Revolution bezeichnen, ist es doch eine sehr, sehr stille Revolution und in der Evolution. Und das Thema ist ja heute, dass wir, es geht ja darum, dass wir sagen, David gegen Goliath. Und was ganz klar ist, sie sind Eigentümer geführt, sie schauen sich das an, sie nehmen, eines der wichtigsten Gründe ist, warum machen sie Digitalisierung, das haben sie schon gesehen, das haben auch sie beantwortet, indem sie sagen, Mobilitätskonzept und nicht nur mehr Automobil. Und allein schon mit der Beantwortung der Frage, warum gehe ich in die Digitalisierung, warum transformiere ich mich, haben Sie einen wichtigen, wichtigen Schritt gesetzt. Sie haben im Vorgespräch mir erzählt, drei Gründe, warum Digitalisierungsstrategien sehr oft scheitern. Und der erste ist, nicht weit genug zu fassen in einem ersten Schritt. Das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen. Ist das sehen Sie das oft und was bedeutet nicht weit genug fassen? Nicht weit genug fassen heißt, dass Digitalisierung oft von der technologischen Seite angegangen wird. Dass man sagt, das ist eine neue Technologie, die nehme ich. Dann gibt es die Nächsten, die sagen, naja, ich glaube, es gibt ein neues Geschäftsmodell, dann gehe ich in diese Richtung. Aber was nicht gesehen wird, ist eben, Sie haben es auch erwähnt, Kultur, Organisation und Struktur. Wie können Sie sich das vorstellen? Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Top-Sportwagen, sagen 180 PS aufwärts, manche vielleicht großer 300 PS, und Sie fahren nur im Rückwärtsgang, weil alle Themen, Sie werden sehen, Sie kommen nicht weit, Sie haben keine Freude, Sie verschleißen sich, vielleicht haben Sie eine Rückfahrkamera, aber im Endeffekt ist es einfach nicht dort, wo Sie hinwollen, und Freude haben Sie auch keine dran. Wenn man jetzt schaut, viele Unternehmen gehen in die Technologie rein, schauen sich das Geschäftsmodell an, verändern aber zum Beispiel am Performance-Management nichts. Das heißt, die Incentivierung arbeitet
gegen eine Digitalisierung und gegen eine Transformation. Dann ganz stark oft sind Ängste da, also Widerstand ist ja gestern auch oft erwähnt worden. Und Widerstand ist ja nicht immer nur der offene Widerstand, den kann man ja dem begegnen, sondern das ist dieser stille Widerstand und der ist getrieben durch Angst. Angst ist eins der stärksten, wenn nicht das stärkste Gefühl. Und interessanterweise Angst haben auch die, die Digitalisierung initiieren. Also das sieht man vom Top-Management, Innovationsmanager. Es gibt Untersuchungen, dass Innovationsmanager Innovationen nicht einführen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Herr Mitterbauer, haben Sie Angst vor Konsequenzen von dem, was Sie umsetzen? Nein. Was soll ich sonst anderes hier sagen? Und wenn man Angst hätte, darf man es nie zeigen. Speziell, wenn man ganz oben ist. Nein, aber ich glaube auch, was Sie gesagt haben, es ist wirklich das Thema Mindset. Und wir haben das gesehen, ich habe vorher erwähnt, wir haben jetzt mal 4 Leute gesucht, die wirklich von völlig anderen Bereichen kommen, die mit unserer Industrie gar nichts zu tun haben. Und es ist ein Syrer, ein Ungar, ein Slowake und eben ein Österreicher und der 5. fällt mir jetzt nicht ein. Und die kommen und ich habe die dann auch mal gefragt, wieso seid ihr zu uns kommen? Und da sagen 2, ja, weil wir da Herausforderungen suchen mit diesen Daten und wir wissen selber noch nicht, irgendwas zu machen. Und die anzudocken in unsere bestehende Organisation ist durchwegs eine Herausforderung. Und jetzt urteile ich gar nicht, sage ich mal, wessen Schuld. Es ist keines der Schuld, aber ich vergleiche es immer so, wir sprechen vielleicht Deutsch, die sprechen Englisch oder Chinesisch und die haben noch nicht einmal eine Basis, gemeinsam zu diskutieren über den gleichen Zweck, über das gleiche Ziel sozusagen, das zu definieren und dann gemeinsam beginnen, an einen Strang zu ziehen. Und da die bestehende Organisation, wie soll ich denn sagen, bereit zu machen, auch einmal das Bewusstsein zu schärfen, wieso Daten vielleicht wichtig sind aus Maschinen und wo es überhaupt Daten gibt und diese Daten, dass wir die mal erheben und dann zu strukturieren beginnen, das ist etwas, was man vielleicht am Anfang unterschätzt, aber ganz wesentlich ist, um diese Kultur mal zu schaffen, dass dann am Ende des Tages irgendwas rauskommt. Frau Castiglione, Sie sind in der schönen Position in den letzten 3 Monaten, auch sozusagen aus dem Nichts ein Unternehmen aufbauen zu können, A1 Digital. Wie divers ist das Team? Wie viele Leute sind von A1? Wie stark war der Wunsch, auch eine andere Kultur dort zu haben? Ja. Die Ursache für diese Ausgründung der A1 Digital-Agenten? Ja. Vielleicht fange ich mal an, um zu sagen, und ich glaube, das fasst auch zusammen, was hier schon gefallen ist. Also Digitalisierung ist Chefsache. Das kann man nicht delegieren. Und es gibt auch keine digitale Strategie, es gibt nur eine Unternehmensstrategie, die richtig für das digitale Zeitalter ist. Das heißt, wir als Unternehmen, wir als Telekom Austria Gruppe, haben beschlossen, von vorne zu we lead from the front und zu sagen, eigentlich müssen wir das Thema Digitalisierung sowohl für unsere eigene Firma, aber auch für unsere Kunden bündeln. Dieses Thema ist zu wichtig, um das zu delegieren und deswegen haben wir beschlossen, als Gruppe eine separate Einheit zu gründen, in die wir aber auch, und wir, insofern, wenn Sie mich jetzt fragen würden, sind Sie ein Startup, würde ich sagen, nein, ich bin kein Startup, ich bin ein agiles Unternehmen im digitalen Zeitalter. Wir helfen Unternehmen, also Businesskunden, bei ihrer Digitalisierungserarbeitung und auch Umsetzung. Und hier haben wir 2 Themen, die wir bearbeiten. Das erste Thema ist das Thema Cloud, was natürlich die Basis ist, dann für eben was Internet of Things ist und Smart Products und Operational Excellence und all dies. Und um das machen zu können und in diesem Zeitalter richtig unsere Kunden zu bedienen, müssen wir natürlich auch die richtigen Leute, die richtigen Einstellungen, die richtige Kultur haben. Mhm. Und so haben wir natürlich unsere Leute, die wählen wir sehr, sehr carefully aus. Wir brauchen Skills, wir brauchen Leute, die von der IT-Welt kommen und wir brauchen auch sozusagen Attitude. Also wir brauchen auch Leute, die in dieser agilen Welt sich zurechtfinden und auch gerne mitmachen. Mhm. Und so ist die, würde ich sagen, die Kultur des Unternehmens aufgebaut und so sehen wir. Also es gibt wenig Zeit in dieser digitalisierten Welt,
Und wir müssen in der Lage sein, so flexibel und so agil zu agieren, dass wir den größten Kundennutzen generieren in kürzester Zeit. Herr Bauer, Sie sind seit 2004 bei ZKW, das ist schon eine sehr lange Zeit, damals vom klassischen Lichthersteller, jetzt mittlerweile zu einem ziemlich technologieübergreifenden Unternehmen. Wie hat sich die Kultur gewandelt, wenn Sie so als Mitarbeiter sich überlegen? Naja, die Kultur gewandelt, ich sag, bei ZKW war immer eine offene Innovationskultur ganz was wichtig. Also Innovation ist immer für uns ganz vorne gestanden und auch wie Sie, Herr Mitbauer, schon gesagt haben, es darf nicht eine Elfenbeinsache werden, verteilt sich Innovation aufs ganze Unternehmen. Also es ist nicht die Sache einer Abteilung oder ja, einer Position, sondern das ganze Unternehmen. Es muss ja jeder Fachbereich irgendwo seinen Beitrag leisten, um Innovationen überhaupt zu ermöglichen, aber auch die Ideen dafür zu liefern. Ich denke, das Wichtige ist, dass man diese Ideen und Ansätze für neue Innovationen kanalisiert und dann steuernd eingreift. Also strategisch von vorne ganz, ganz wichtig. Man muss natürlich wissen, wo man hin möchte, um hier die richtigen Aktivitäten zu machen. Und ganz klar auf dem Markt sich orientieren, man muss natürlich genau hinhören. Und da sehen wir halt auch den Vorteil, wenn die Mitarbeiter aus den ganzen Abteilungen, die engen Kundenkontakt haben, hier einfach sehr viel aufnehmen können. Und die müssen das von sich aus weitertreiben teilweise, müssen das nach oben bringen können. Also es dürfen daher keine Barrieren herrschen, die dazu führen, dass wichtige Impulse, Ideen versickern oder irgendwo auf der Straße liegen. Gestern in einer Diskussion hat der Zehnder von Palfinger gesagt, er kann von Mitarbeitern, oder war es in der Vorbesprechung, aber er kann von Mitarbeitern, die den ganzen Tag evolutionär denken, nicht erwarten, dass sie revolutionär denken. Weil Sie gesagt haben, es wird von jedem erwartet, Innovation. Was ist das für ein Klima? Wie schaffe ich das? Was muss ich da machen, Frau Ebel? Also da gibt es diesen Spruch jetzt der Beidhändigkeit. Das heißt evolutionär, wir schreiben rechts. Und jetzt soll ich revolutionär links schreiben und wenn es geht, gleichzeitig. Ja. Das ist extrem schwer, es wäre lernbar. Besser ist es, ich schreibe einmal links und einmal rechts. Und was also so als Metapher gesprochen, weil was oft passiert ist, dass wenn einmal klar ist, wir möchten uns verändern, wir machen eine Transformation, wir gehen Richtung Digitalisierung, machen wir das jetzt schnell während des Tagesgeschäfts und da bitte mach ein bisschen Innovations mit, du hast dich immer schon interessiert für das Thema. Das ist einfach ein Draufsetzen und das ist eine additive Veränderung, das ist der Terminus technicus, das heißt, das Stresslevel steigt bis zu einem gewissen Grad, die Aufmerksamkeit sinkt, vielleicht sogar im normalen Geschäft. Also man muss wirklich aufpassen, man braucht für Transformationen und für Veränderung wirklich auch Zeit und auch Geld. Und mit ergebnisoffenen Ausgang, auch wenn man ungefähr weiß, wo man hin will. Mhm. Herr Mitterbauer, wie anders ist das Klima in Ihren Digital Units als in den klassischen Units? Naja, ich sage mal so, diese Diskussion Null-Fehler-Kultur auf der einen Seite und man darf und muss Fehler machen auf der anderen Seite, mit der bin ich ja nicht wirklich glücklich, weil es gibt bei uns in unserer Industrie, wenn du Teile produzierst, dann muss da die Vision und der Ansatz sein, Zero Defect, da darf kein Fehler gemacht werden, ja. Und das dann aufzurauen und zu sagen, okay, und jetzt mal fail forward fast und lass uns Fehler machen, in diesen Bereichen definitiv nicht. Mhm. In anderen Bereichen, und das ist eben so, sagen wir mal, disruptive Einheiten, die auch, wo es viel mehr um Trial and Error geht, das Stichwort fail forward fast gilt hier schon, ja, da müssen Sachen ausprobiert werden dürfen. Da müssen viele Ideen mal kommen, vielleicht auch mal ein paar nicht so prickelnde Ideen. Und dann am Ende des Tages muss man halt auch schnell sein und den Mut haben zu sagen, das wird nichts, lass es uns wieder eintreten oder einstampfen. Wo wir uns aber auch immer schwer tun, sage ich mal, Sachen, wenn wir mal begonnen haben zu sagen, okay, das wird vielleicht doch nichts und dann entwickeln wir es bis zum Ende, aber wissen eigentlich eh schon zur Hälfte, dass es nichts wird. Wie tun Sie sich da als Führungskraft, das auch für sich selbst zu akzeptieren? Ich sage mal so, ich habe das in meinem Bereich oder in meinem Kopf schon sehr strukturiert und differenziert betrachte ich das und je nachdem, mit wem ich rede, sage ich so und sage ich so. Das aber einfach zu kommunizieren in einer Organisation, auch wenn mal eine größere Gruppe von unseren Führungskräften zusammen ist,
dass der eine sich angesprochen fühlt im Sinne, in dem Bereich darfst du keine Fehler machen und im anderen sollst du Fehler machen, ist gar nicht so einfach. Was bedeutet das fürs Leadership? Was sind die Voraussetzungen? Was würde man heute vom Herrn Mitterbauer erwarten, was man möglicherweise von seinem Vater nicht erwartet hat vor 30 Jahren? Also im Endeffekt, wenn man diese... Da gibt es den Ausdruck heroisches Leadership, ja, und das hält sich ja auch noch sehr lange. Wir setzen ganz stark auf eine Person im Unternehmen und die wird es schon richten. Ja. Das hat lange funktioniert, wenn man sagt, man hat eine gewisse Stabilität, aber auch ein Wachstum. Jetzt ist die Welt so komplex und es verändert sich so schnell, dass eine Person das gar nicht mehr aufnehmen kann. Ja. Jetzt ist aber bei uns noch immer dieses heroische Leadership, das ist einfach gang und gäbe und da tragen auch noch immer viele Business Schools, viele Lehrmeinungen und viele, wie soll man sagen, Gurus in dem Bereich zu. Und ich glaube und ich sehe doch gut bei Ihnen auch, dass man sagt, ja, ich bin da, ich zeige die Richtung vor, ich gebe den Sinn vor, aber ich muss nicht mehr der Klügste im Raum sein und ich muss nicht jede Entscheidung treffen, ich muss Entscheidungen managen. Darum geht es. Frau Castiglione? Ja, also ich bin sicherlich einverstanden. Natürlich muss man in Teams arbeiten, die Teams ermächtigen, Entscheidungen zu treffen. Und eben die Teams müssen auch Ownership zeigen, also im Guten und im Bösen. Und ich glaube, das kann man heute machen. Also unsere Erfahrung ist da ziemlich positiv. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt hineinbringen und sagen, auch kein Unternehmen kann alles alleine machen heutzutage. Also wenn wir uns anschauen, es ist auch ein bisschen angeklungen, eben smarte Produkte und so weiter. Es sind hier Branchen, die verschmelzen. Also wir kommen jetzt aus der Telco-Branche, IT-Branche. Viele von Ihnen kommen natürlich aus dem Maschinenbau, Elektroindustrie und so weiter. Keiner kann alles machen, aber man kann ja eine Gesamtlösung orchestrieren. Man kann Bestandteile dieser Gesamtlösung, also wir zumindest haben den Anspruch und haben die Erfahrung, dass wir sagen, wir können natürlich immer die Connectivity bringen, das ist klar, da kommen wir her. Aber wenn es darum geht, eben in Richtung Services zu gehen, Managed Services zu gehen, kann auch ein Hardwarehersteller, obwohl sie natürlich auch mit Software und so weiter logischerweise sich beschäftigen, aber die gesamte Lösung, arbeitet ja man heute ja sehr stark in Partnerschaften. Also sowohl wir als auch, schätze ich, Sie und viele anderen. Und darum geht es auch, Ownership in diesen Partnerschaften, also als Firma, nicht nur als Person, aber dann auch als Firma, wegzunehmen und zu sagen, sich hinzusetzen und zu sagen, das machen wir gemeinsam, das machen wir nicht gemeinsam. Ich glaube, auch diese Themen gibt es heute verstärkt. Jetzt ist Digitalisierung aber auch ein bisschen eine Chance, möglicherweise seinen Standpunkt in der Wertschöpfungskette zu verbessern, zu verändern. Wie man es jetzt bei ZKW gesehen hat, in Wahrheit gibt es da ziemliches Potenzial. Mhm. Wo wäre Potenzial bei Ihnen, Herr Mitterbauer? Oder ist überhaupt der Wunsch da? Naja, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Ihre Frage verstehe, aber ich sage, wo wir Anknüpfungspunkte in der Digitalisierung versuchen zu finden, das habe ich vorher versucht in diesem Haus darzustellen. War das die Frage? Ist das eine klare Strategie, sozusagen, wenn wir jetzt über Daten zum Beispiel reden, ist es eine klare Strategie, Daten zu ownen? Wie auch immer geartete Plattformen. Zu früh, dass ich da eine abschließende Antwort Ihnen geben kann. Wir sind einmal dabei zu schauen, dass man die Daten einmal als Wert oder als Gut sehen, gemeinsam im Unternehmen diese Daten mal, die schon da sind, extracten. Ja. Und natürlich wird das, wenn man jetzt Richtung Geschäftsmodellerweiterung auch in Richtung Kunden hingeht, noch eine spannende und meines Erachtens offene Frage, Ihre Frage, who owns the data? Ja. Ob das dann wir sind, ob das die Kunden sind, die das wollen, ob das die Endkunden unserer Kunden teilweise sind oder ob das vielleicht diese ganzen Plattformen sind, ob das die Amazons, Alibabas oder wer auch immer dieser Welt ist, die da auch noch versuchen reinzukretschen in unser Ökosystem. Und da ist, glaube ich, derzeit sehr viel im Fluss und da ist das, was Sie sagen, schon richtig, dass es da viele strategische Allianzen jetzt gibt, die gerade dabei sich zu etablieren. Und da muss man auch offen und flexibel und agil genug bleiben. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn es Fragen gibt, die...
Vielen herzlichen Dank, hochinteressant. Und eine Frage hätte ich gemeinsam an Herrn Bauer und Herrn Mitterbauer. David gegen Goliath. Meine Frage ist, wo sehen Sie Ihren David? Also wo sehen Sie die Disruptive Forces, die Ihnen in die Quere kommen könnten? Oder wo sehen Sie ganz unten was entstehen, das durch die Decke schießen kann und Ihnen gefährlich werden könnte? Und gestatten Sie eine kurze zweite Frage, spezifisch an ZKW jetzt. Jetzt komplett abstrakt, wenn es komplette autonome Fahrweisen gibt, warum brauche ich dann eigentlich Licht in Zukunft? Bitte? Wenn es komplett autonome Fahrweisen gibt, wenn komplett autonom gefahren wird, der ganze Verkehr, jetzt in Best Practice irgendwo in Kalifornien. Im Idealfall, ja. Genau, warum brauche ich dann Licht in Zukunft? Naja, wie ich vorher schon meinen Vortrag auch kurz erwähnt habe, gibt es natürlich mehrere Sensorkanäle. Und einer davon ist natürlich ganz klar der visuelle, den man meiner Meinung nach nicht ganz verzichten kann. Natürlich gab auch so Meldungen auch, dass autonom fahrende Fahrzeug, das keinen Scheinwerfer mehr braucht. Natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, sehen aber jetzt einmal auf die nächsten Jahre hier auf jeden Fall die Notwendigkeit des visuellen Kanals. Und Sensorfusion ist ja ganz ein wesentlicher Bestandteil. Also man wird sagen, mit Zusatzinformationen, die man gewinnen kann, um die Sicherheit zu steigern, nicht auf der Straße liegen lassen. Das heißt, von der Warte her sehen wir halt, dass wir die Beleuchtung hier stärker dann natürlich auf die Maschinenwahrnehmung konzentrieren müssen. Ja. Wenn ich die erste Frage vielleicht wiederholen darf, wer ist Ihr digitaler David? Das war so, also der digitale David. Die disruptiven Kräfte, die Sie sehen als Goliath-Bilder. Ja. Also Sie haben einen schon angesprochen, das ist genau der. Ansonsten so Goliath, wir haben noch unseren OEM vor uns. Wir haben andere Branchen, die halt reindrängen, aber so jetzt den großen Goliath, der uns da das Wasser abgibt, sehe ich eher nicht. Also. Ja. Genau, eher den David, der danach kommt. Der etwas zusammenbaut, das Sie jetzt noch gar nicht richtig greifen können, aber der Scale und Speed erreicht. Genau. Ja, also wenn ich jetzt im Bereich Digitalisierung bleibe, ist es schon so sehr weit gedacht. Wir haben jetzt gerade mal unlängst vor einem Monat einen internen Workshop gemacht im Sinne Brainstorming, wie disruptieren wir unsere eigenen Divisionen, um einfach einmal unser Hirn aufzureißen und uns damit auseinanderzusetzen, im Sinne, was musst du jetzt, der für den Geschäftsbereich verantwortlich ist, mal denken, im Sinne, was kann alles dein Geschäft kaputt machen. Und eine Sache ist natürlich, wenn man es zu Ende denkt, das Thema Plattformen. Ja? Ein Alibaba oder ein Amazon oder you name it, die sich irgendwie hier reingrätschen und eine Schnittstelle zwischen unsere Kunden und uns als Produzent von Teilen Platz macht. Es gibt natürlich viele Argumente, die vielleicht auch richtig sind, zu sagen, okay, bei diesen anwendungstechnischen Lösungen mit unseren Kunden ist das sehr unwahrscheinlich, aber ich glaube trotzdem, man muss es mal denken und sagen, okay, aber wieso kann es vielleicht trotzdem funktionieren? Und das sind so Themen, wo ich schon immer wieder Respekt habe oder sage, okay, lass uns darüber nachdenken. Und wenn es da wirklich in diese Richtung Trends gäbe, dass wir sie frühzeitig erkennen und wir lieber frühzeitig unser eigenes Geschäft disrumpieren, als dass es irgendwer anderer macht. Ich habe doch eine kleine Ergänzung noch. Also wo wir dann weiterhin auch noch unser Betätigungsfeld sehen, ist natürlich die Kommunikation nach außen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Beitrag sozusagen zum Straßenverkehr. Wie signalisiere ich den anderen Verkehrsteilnehmern, wie das Fahrzeug reagieren wird? Also die Kommunikation ist via Licht natürlich zum den Menschen im Umfeld natürlich erforderlich. Gibt es noch Fragen? Ja. Entschuldigung, ich hätte eigentlich zwei Fragen. Die eine an die Frau Castiglione. Jetzt sagen Sie, Digitalisierung ist Chefsache, aber warum lagern Sie das dann aus als IT-Unternehmen, das Sie ja schon sind? Und darf ich beide gleich stellen? Ja, ja. Die zweite an den Herrn Mitterbauer. Ich habe dieses Deadly Gap sehr spannend gefunden. Und sind Sie sich sicher, dass diese klassischen Spezifikationen, die Ihre Produkte jetzt haben, die reichen nicht in dieses Deadly Gap rein? Soll ich gerne antworten? Bitte. Wollen Sie antworten? Soll ich? Vielleicht
im Zuge des Gefechtes antworte ich Ihnen. Wir lagen das ja nicht aus, im Gegenteil. Also eine extra Legal Entity für ein Thema, das ist eine sehr große Verantwortung. Das ist eine Bündelung der Kapazitäten in einer Einheit, die eben so schlagkräftig sein muss, dass sie im Prinzip den ganzen Rest mitzieht, in diesem Sinne jetzt für unser Unternehmen. Für unsere Kunden, was wir sagen wollen, ist, Digitalisierung ist keine Frage der IT, das ist kein Projekt, das ist nichts, was wieder weggeht, sondern das ist etwas, was man sich wirklich, und könnte ich jetzt auch sagen, natürlich bei uns als Gruppe, da machen wir uns genügend Gedanken, auch intern, wie wir natürlich die gesamte Gruppe intern verändern. Das ist meine Botschaft eben auch an die Kunden. Also, dass man sich wirklich selbst dieses Thema anschaut, weil das entscheidet letztlich, wird es die Firma in Zukunft geben oder nicht. Und genau die Frage haben wir uns gestellt. Also, ich war jetzt selbst im Aussichtsrat der Gesellschaft und die Frage haben wir uns gestellt. Was passiert, wenn wir hier nur weiter Connectivity machen und nichts anderes? Ja, das ist vielleicht nicht so gut. Und deswegen, das ist also ein Teil der Antwort. Ihre Frage zum Thema Deadly Gap. Ich sage mal so, wir versuchen natürlich wirklich zu verstehen, was unsere Kunden treibt, was ihre Themen sind, Problemstellungen, und dafür versuchen, Problemlösungen zu finden. Ob es uns immer gelingt, das richtig zu begreifen und die richtigen Fragen zu stellen und auch richtig zuzuhören und auch zwischen den Zeilen zu lesen, weiß ich nicht. Aber das ist unser Ansatz. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, sage ich mal, nahe genug beim Kunden sind, wo wir glauben, dass der Kunde uns braucht und uns auch möchte. Ich sage mal, frühzeitig in den Entwicklungsabteilungen mit den Kunden reden können, um einen Mehrwert zu bieten. Und auch nicht dann irgendwo mal zu, wie soll ich sagen, in der Organisation selbstgefällig zu werden und zu glauben, wir wissen eh, weil vor 5 Jahren war das schon so und wir sind eh so super und mittlerweile vielleicht der Kunde ganz andere Anforderungen hat. Und das ist das, dieses vielleicht Bild, ja, uns immer wieder darauf aufmerksam zu machen und die Sinne zu schärfen, ist das wirklich alles, was wir heute anbieten und wie wir heute unser Geschäft mit unseren Kunden machen, auch das noch, was er heute braucht oder noch viel mehr morgen benötigt. Frage war eigentlich eher so gemeint, ich habe vorher falsch formuliert, würden bei Ihnen, sind Sie so weit, dass noch bessere, reine technische Spezifikationen dieses Gap nicht mehr füllen? Also sind Sie da schon auf einem Level, wo Sie sagen, also mehr Qualität wird jetzt auch nicht mehr Kundennutzen schaffen? Da tue ich mir schwer, das eigentlich zu beantworten. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen oder neue Themen, die unsere Kunden haben, und dann versuchen wir, sage ich mal, schon unsere Produkte noch einmal anzupassen. Ich sage mal, vor nicht allzu langer Zeit ist dieses Thema Geräusche und Vibration bei Motoren, kleinere Motoren, großes Thema geworden. Dann haben wir uns mit dem Thema noch intensiver beschäftigt als in der Vergangenheit, haben hier auch sehr viel in Prüfstände investiert, um wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also das ist etwas, was sich immer wieder weiterentwickelt, und wenn es vielleicht Themen gibt an Technologien, an Produktspezifikationen oder eben auch an zusätzlichen Services, die wir unseren Kunden anbieten, kann durchaus sein, dass das in 2, 3 oder 5 Jahren wieder was anderes ist, genauso wie wir heute Sachen anbieten, die wir vielleicht vor 5 Jahren noch nicht angeboten haben. Ich hoffe, dass das einigermaßen die Frage beantwortet. Wir haben noch eine Publikumsfrage. Florian, danke. Du hast mir die erste Frage aus dem Mund genommen. Ich wollte mich auch sagen, es ist Chefsache und dann wird es delegiert in eine eigene Abteilung oder eigenes Unternehmen. Das ist ja nicht unbedingt für jedes KMU-Unternehmen möglich. Deswegen danke ich nochmal, dass Sie das jetzt präzisiert haben, weil wir haben ja auch über das Thema Angst, und ich nehme einen anderen Begriff, Sorge. Ja, ich glaube, Sorge ist etwas, was wir durchaus zustehen dürfen. Diese sehr schnelle Veränderung, diese umstürzenden Veränderungen macht uns Sorgen, und das macht jeden Menschen Sorgen. Egal mit wem ich spreche, und ich habe ein gewisses Talent, jeder gibt mir zu, auch die größten Präsentatoren von Studien geben zu, persönlich macht ihnen einige Sorgen. Deswegen gefällt mir Ihr Ansatz, Herr Mitterbauer, sehr gut, wo Sie gesagt haben, wir machen das ein bisschen entspannter. Ja, also zum quasi nicht gleich Revolution,
sondern damit wir nicht hypernervös werden. Und ich möchte auch hier wieder so einen Appell geben, dass wir den Begriff Revolution streichen. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, vielleicht irre ich mich, aber Revolution ist, geht einher mit dem Begriff Krieg. Tod, Verderben, Schmerzen, Blut. Also ich habe 3 Kinder, 2 Enkelkinder, ich möchte Ihnen das nicht zumuten. Genau lautet die Definition, grundlegende, umstürzende Veränderung, meist mit Waffengewalt. Also ich appelliere auch hier zu sagen, differenzieren wir. Ja? Und jetzt habe ich eine Idee bekommen, weil das, der Begriff Tier 1 und Tier 2 wahnsinnig oft jetzt in den letzten 2 Tagen gelaufen ist. Das definiert ja so quasi die Distanz oder die Intensität von Zusammenarbeiten. Deswegen schlage ich vor, wir sollten den Begriff Evolution 2-mal verwenden. Evolution bedeutet nämlich etwas, die allmähliche Veränderung vererbbarer Merkmale einer Population. Okay, jetzt gehen wir zu, Digitalisierung hat nichts mehr mit Vererbung zu tun. Wir haben auch keine Generationszeit. Was aber dieser Begriff definiert, heißt, wir nehmen alle Menschen mit. Und jetzt mache ich einen Vorschlag, wir verwenden Evolution 2 oder so wie Evolution 1 und Evolution 2. Um wirklich von vornherein auszuschließen, wir wollen etwas machen, das nicht mit Waffengewalt, mit Zerstörung, mit Blut zu tun hat. Auch hier wieder mein Vorschlag, verwenden wir die Sprache, um die Sorge, ja, auch Führungskräfte sind Menschen, ich weiß nicht, warum wir manchmal das ausschließen, wir haben genauso Sorgen und wir wollen auch das gerne teilen, weil wir es in der Gemeinschaft besser lösen können. Also mein Vorschlag. Ich nehme das auch für mich persönlich als Journalist an. Vielen herzlichen Dank. Das wäre jetzt schon fast ein Abschlussstatement gewesen. Ich habe noch eine letzte Frage an jeden Einzelnen, und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn Sie, also Herr Mitterbauer, als Erster gefragt werden, weil Sie die anderen was überlegen können. Welchen persönlichen Skill hätten Sie gerne besser ausgeprägt, mehr, um gewappnet zu sein für das, was möglicherweise an Geschwindigkeit bei der Digitalisierung auf Ihr Unternehmen zukommt in der nächsten Zeit? Schwierige Frage. Muss ich wirklich nachdenken? Ich gebe Ihnen eine Antwort. Freiberg, was würden Sie gerne besser können? Ich glaube, es ist das Thema Angst, Sorge gefallen. Ich meine, es ist ganz menschlich. Es gibt gewisse Risiken, das haben wir heute auch gehört in verschiedenen Punkten. Was wir können, was wir nur verlernt haben oder nie gelernt haben, weil wir immer glaubt haben, wir sind in so einer Scheinstabilität, ist umzugehen in einer komplexen, auch unsicheren Welt. Und da gibt es im Englischen den Begriff Sense and Response. Das heißt, ich habe eine ungefähre Idee, wo ich hingehe, und ich gehe den nächsten Schritt, schaue, passt es noch, gehe den nächsten Schritt. Und das ist etwas, was uns derzeit zutiefst so widerspricht. Das würden Sie gerne besser können? Ja, das würde ich gern besser können, und das möchte ich, dass alle besser können, weil da könnte man viele Dinge ganz anders angehen. Frau Castiglioni? Ja, also ich schließe mich Ihrem Kommentar, vielleicht ein bisschen entspannter sein. Ja, was würde man ich wünschen, am besten in die Zukunft zu sehen? Ja. Dass das nicht geht, ist klar. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man halt immer wieder einen Schritt zurück oder heraus machen kann, um das Wirken oder die Entwicklung etwas neutraler zu sehen. Ja, um daraus besser lernen zu können, als wenn man in der Sache einfach drinnen steckt und halt täglich halt nur so reinarbeitet. Ja. Genau. Herr Mitterbauer, jetzt hatten Sie Zeit. Ich glaube, dass ich Themen, die, wie gesagt, wenn ich da rede über Trial and Error und Ähnliches und dann selber Gedanken oder Visionen habe, die nicht schnell genug gehen, dass ich mich ein bisschen entspannen bzw. diese Sachen relaxter ansehe. Geduld ist ein abgedroschenes Wort, weil das sagt jeder, dass er mehr Geduld haben möchte. Aber ich glaube, zu differenzieren eben dieses Thema, wo geht die Sachen, muss die Sachen konsequent so weitergehen und auch die Prozesse so belassen, wie sie sind, und auf der anderen Seite diesen Freiraum zu geben in diesen nebulösen Bereichen, die sich gerade entwickeln, und das noch besser differenziert zu steuern und zu ermöglichen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für unsere Diskussion und für Ihre Aufmerksamkeit.